So, jetzt werde ich das Bett aufbauen. Dazu brauche ich diesen gepolsterten Klotz zum Hämmern. Und ich liefere 8 Keile mit. Und die sind etwas unterschiedlich. Die sind nummeriert. Nummer 33 und Nummer 66. Die Zahlen stehen dann jeweils auch an den Teilen dran. Und dann gibt es noch 33,1 und 66,1. Die sind ein bisschen größer, falls es in der Wohnung sehr trocken ist, kann sein, dass die Keile nicht fest genug ziehen. Dann kann man die benutzen. Aber erstmal mit den 33 und 66 benutzen. Die können wir weiter. Ich habe hier Kisten hingestellt, damit ich da die Seitenteile drauflegen kann. Das erste Seitenteil kann ich in die Kiste einstecken. Die Seitenteile haben hier in der Stirnseite eine Nummer und hier an den Einsteckungen auch. So kann man die dem jeweiligen Teil zuführen. Ich nehme das Kopfteil an. Nummer 66. Hier steht auch Nummer 66, das zeige ich nachher nochmal genauer. Und in dieser Ecke, die zeigt immer ins Bettinnere. Und die Zahl zeigt zu mir, also auch ins Bettinnere. Die Teile immer ganz zusammenschieben, also so gut wie es geht. Den Rest macht der Keil. Schön satt einschlagen. Auf der Seite ist Nummer 33, Keil Nummer 33, Zahl wieder zu mir, Ecke ins Bettinnere, einstecken und schön einschlagen. So. Jetzt das Mittelteil. Nee, das Mittelteil machen wir später. Ich mache erstmal das Fußteil. Damit das sicher steht. Beim Fußteil aufpassen, dass wir das nach und nach einführen. Dass es sich nicht verkantet. Wir können das so weit einführen, bis wir dann noch so 3 cm Platz sind. Dann kann ich das Mittelbrett einsetzen. Die Richtung ist egal. Passt in beide Richtungen. Schön reindrücken, ein bisschen wackeln, nicht zu sehr. Ausmitteln, bis es hier auch an den Bier betrifft. Und dann geht's weiter. Kontrollieren, ob es auch passt. Dann passt es. So. Und am Ende geht es etwas schwerer. Dann nehme ich wieder den Klotz. Und nicht so fest. Schön sachte. Stück für Stück. Hier ist es zusammen soweit. Setze ich einen Keil ein. Jetzt ist der Keil wieder drüben. Der andere Keil ist hier hinten. Keil Nummer 33. 33 steht auch hier.
Ecke, nicht ans Bettinnere. Und gut einsetzen. Ja, das passt auch so recht. Einfach einsetzen. So, das war's. Jetzt zeige ich nochmal genau, wie das mit dem Werkzeug funktioniert.